Ja. Ja, bitte. Ja, Jonas Hillebrand, erstmal Glückwunsch zum Sieg und auch Glückwunsch zum Tor. Ich habe gesagt, wenn du ein Stürmer wärst, du standest da, wo ein Stürmer stehen muss. Kommt nicht oft vor, aber schönes Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Tore schießen immer ein schönes Gefühl, dann noch 3 Punkte mitzunehmen. Also weiß nicht, ob es mir auch mehr geht im Fußball. Jetzt ist ja im Winter so die Frage, wer vielleicht von den Verletzten zurückkommt. Kannst du überhaupt noch im Mittelfeld spielen? Weil wir finden, wenn man es nicht wüsste, bist du eigentlich der perfekte Innenverteidiger, oder? Ja, ich fühle mich gerade wohl. Passt ganz gut mit Eisel gerade. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der zurückkommt, gerade auch in der jetzigen Situation. Und dann wird sich zeigen. Ich habe das Gefühl, ich habe es im Mittelfeld nicht schlecht gemacht. Jetzt fühle ich mich wohl in der Innenverteidigung. Den Rest entscheidet der Trainer. Fakt ist, dass wir jeden einzelnen fitten Spieler brauchen und dann schauen wir mal, wie sich die Situation dann entwickelt. Jetzt ist Pause bis Anfang Januar. Was passiert im Hause Hildebrand? Wie wird da gefeiert? Also erstmal steht alles hinter dem Motto Entspannung und Erholung. Natürlich für den Kopf. Trainiert wird trotzdem, dass ich jetzt nicht mit dem Ranzen wieder zurückkomme. Aber ansonsten, ja, die Familie sehen, Kraft tanken, zusammen ein bisschen entspannte Tage machen. Alles klar. Dann viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Jahr.